Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Einführung in die Medienpädagogik und damit zum Lernen über Medien. Ich versuche es nochmal einzuordnen. Wir haben uns im Schwerpunkt Sozialisation haben wir uns mit den Theorien beschäftigt, die erklären, wie Persönlichkeitsentwicklung und wie Gesellschaftsentwicklung stattfindet und eben welches interaktive Zusammenspiel hier zwischen Umwelt und Individuum besteht. Und im weiteren Schwerpunkt gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung habe ich dann ein paar Hinweise aufgeführt, die belegen, welche Rolle die Medien in diesem interaktiven Zusammenspiel einnehmen und wie sich diese Rolle auch stetig, dynamisch weiterentwickelt. Und im Schwerpunkt Mediensozialisation und Medienerziehung haben wir uns dann mit den Möglichkeiten und Grenzen familiärer Erziehung sowie technischer und juristischer Schutzsysteme befasst und natürlich dabei festgestellt, Medienerziehung ist wichtig, aber doch herausfordernd und jegliches Schutzsystem hat natürlich irgendwo auch seine Grenzen. Deswegen auch normativ bewahrende Ansätze stets nur begrenzt wirksam und sinnvoll sind, jetzt gerade in Anbetracht eben dieses steten Medienwandels. Man müsste sie ja ständig anpassen. Und man könnte dann konstatieren, Bildung ist, zumindest längerfristig gesehen, der beste Schutz. Aber, und das ist genau der Punkt, was müssen wir eigentlich wissen, wenn es um Medien geht, wenn es um Mediensysteme geht? Und das, damit sind wir innerhalb des großen Themas, wenn man die Medienpädagogik mal aufgliedern würde in große Schwerpunkte, dann hätte man auf der einen Seite das Lernen über Medien, also als Zielperspektive die Medienkompetenz und die Medienbildung und auf der anderen Seite den großen Schwerpunkt das Lehren und Lernen mit Medien, den wir als Mediendidaktik bezeichnen. Also im Wesentlichen das, was wenn beispielsweise Pädagoginnen, Pädagogen, Lehrerinnen und Lehrer mittels Medien arbeiten, um Unterrichtsgegenstände zu veranschaulichen. Und jetzt geht es aber zunächst einmal, also heute in dieser Veranstaltung, um das Lernen über Medien mit den Zielperspektiven Medienkompetenz und Medienbildung. Deswegen schauen wir uns auch gleich nochmal ein paar Medienkompetenzmodelle an, ältere und neuere, und werden feststellen, dass der Unterschied, wenn man so in den Weitwinkel geht, was ich immer gerne mache, das kennen Sie schon, dann gar nicht so groß ist letzten Endes, obwohl vom ersten Kompetenzmodell zum ganz aktuellen DICKOMP-EDU-Modell der EU zum Beispiel immerhin 50 Jahre liegen. Soweit teaser ich das schon. Wer sich ganz kurz auf den neuesten Stand bringen möchte und eine ganz kurze Einordnung wünscht, da können Sie sich, finden Sie unter der Serie Medienpädagogik im Schaukelstuhl, habe ich Ihnen zwei Videos eingestellt, dass ich genau eben sehr kurz mit dem Lernen über Medien und dem Lehren und Lernen mit Medien beschäftigen. Hier in der Vorlesung kann ich das natürlich ein bisschen ausführlicher machen. Aber wer sozusagen ganz schnell nochmal eine Erinnerung braucht, in dieser Serie werden Sie diesbezüglich nochmal fündig. Also wir kommen zu den Medienkompetenzmodellen. Und diese Folie hatte ich Ihnen schon mal in der 5. Sitzung gezeigt. Und zur ersten Bemerkung, dass die Medienkompetenz genauso wie die Medienbildung zu den Zielperspektiven der medienpädagogischen Arbeit gehört. Und Medienkompetenz ist, vielleicht auch das nochmal vorab, ist ein nicht ganz unproblematischer Begriff. Denn dieser Begriff suggeriert, man könnte ihn relativ schnell verstehen. Klar, man könnte sagen, es ist die Kompetenz, um mit Medien umzugehen. Und wenn Sie sich an die Pantomime erinnern, dann war das, also bei den drei Pantomimen, war das eine relativ zentrale Konnotation. Es geht. Und das ist auch erstmal, die erste Annahme. Aber ich möchte Ihnen gerne zeigen, dass diese Verkürzung zwar nicht falsch ist, aber bei weitem nicht alles ist, was wir eben aus diesem Modell der Medienkompetenz ziehen können. Und das ist natürlich insofern fatal, weil wenn man diesem Begriff begegnet, erstmal jeder eine Idee hat oder
eine verkürzte Idee hat, was das sein könnte. Aber Medienkompetenz ist eben mehr als technisches, technische Fähigkeiten. Und auch diese Folie hatte ich Ihnen, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ist das Medienkompetenzmodell von Dieter Waake. Und man glaubt es kaum, aber dieses Modell ist tatsächlich, also er hat im Rahmen seiner Habilitation, die er 1973 geschrieben hat, diese sozusagen den Grundstein gelegt für das Konzept der Medienkompetenz. Und daher kann man sagen, dass dieses Konzept 50 Jahre mittlerweile alt ist. Jetzt könnten Sie sich fragen, Mensch, der Knaus erzählt uns Zeug, das 50 Jahre alt ist. Gilt das überhaupt noch? Und Dieter Waake hat etwas sehr Kluges gemacht. Er hat nämlich nicht die jeweiligen Medien der damaligen Zeit, also der 1970er Jahre, als Basis genommen für sein Modell, sondern er hat sozusagen auch im Weitwinkel agiert. Er hat primär auf Kommunikation und Kooperation abgezogen. Das heißt also, nicht bestimmte Medien im Blick gehabt, denn dann wäre tatsächlich nach 50 Jahren dieses Modell veraltet, sondern er hat das angelehnt an das Kompetenzkonzept von Noam Chomsky und an den Arbeiten zur kommunikativen Kompetenz von Karl Otto Apel und Jürgen Habermas entwickelt. Und da das wirklich sehr im Weitwinkel ist, es geht um Kommunikation und Kooperation dann im Wesentlichen, erlaubt es, dass man es heute noch entsprechend zitieren und auch anwenden kann und es sozusagen als Grundkonzept für die Medienkompetenz verwenden kann. Das heißt also, er hat nicht so geschaut, was ist das Spezifische an den jeweiligen Medien, sondern es ging um Kommunikation und Kooperation, also um die Fähigkeit eines Menschen, Medien, aus heutiger Sicht dann auch digitale Werkzeuge und Technik im Allgemeinen, souverän für die eigenen Ziele und Bedürfnisse zu nutzen und entsprechend selbst Medien gesellschaftsbezogen zu reflektieren, kreativ und partizipativ zu handeln, sowie analytisch und strukturell Wissen zu erwerben. Und Sie sehen anhand der Begriffe, das ist durchaus, was wir heute, aus heutiger Sicht, immer noch genauso relevant erachten, wie das vor 50 Jahren war. Schauen wir also uns das Modell ein bisschen genauer an. Und da fällt zunächst auf, es gibt so zwei Ebenen wieder. Auf der einen Seite ist die Vermittlung und auf der anderen Seite ist die Zieldimension. Waake hat die Vermittlung ursprünglich nicht in Anführungszeichen gesetzt, das ist von mir. Und das hat was damit zu tun, dass ich als jemand, also als Konstruktivist, mit der Vermittlung tatsächlich so meine Schwierigkeiten habe. Ich gehe nämlich davon aus, dass in pädagogischen Kontexten, und dazu gehört natürlich auch die Medienpädagogik, so etwas wie eine Vermittlung, also stellen Sie sich die krasseste Form der Vermittlung vor, Sie nehmen zwei Zahnräder, die sind zusammen und das eine Zahnrad dreht sich und das andere dreht sich mit. Wenn wir uns über Bildungskontexte, wenn wir uns über pädagogische, wenn wir uns im pädagogischen Raum befinden, dann funktioniert das nicht. Da wir es immer mit Menschen zu tun haben. Kleines Beispiel, gefällig. Stellen Sie sich keinesfalls jetzt eine weiße Maus vor. Und wenn wir jetzt diese Maus vielleicht auf eine grüne Wiese stellen, blauen Himmel, einen Baum hinten links, eine Sonne noch dazu und so weiter, und wir jetzt die Möglichkeit hätten, jedes einzelne dieser Bilder per USB-Schnittstelle oder Ähnliches entsprechend auszudrucken, also die Bilder, die Sie gerade im Geiste gemalt haben, dann würden wir feststellen, dass diese sehr, sehr unterschiedlich sind. Und genau das meine ich. Luhmann unter anderem hat das Technologiedefizit genannt. Das heißt also, dass wir so etwas nicht haben wie die Möglichkeit, dass Zahnräder ineinander greifen. Und das erklärt im Übrigen auch, warum Sie später auch als Pädagogin, als Eltern, als Lehrerin, als Lehrer, je nachdem, Ihren Schülerinnen und Schülern, respektive ihren Kindern ständig irgendwas erklären und es vielleicht nochmal erklären müssen. Ja, das
verkürzt gesagt. Und das meine ich, wenn ich sozusagen Vermittlung hier in Anführungszeichen setze. Was Dieter Barke damit aber meint, ist sozusagen, dass es einen Aspekt der Medienkompetenz gibt, in dem es eher um, ich würde mal sagen, um Wissensbereiche geht. Auf der einen Seite, das meint er mit Vermittlung, und auf der anderen Seite um Zieldimensionen, würde ich sagen, Dinge, die man eben erlernen, die man können muss. Das eine wissen, das andere können. So könnte man es auch unterscheiden. Und dann schauen wir uns mal die einzelnen Dimensionen, nennt Barke sie, schauen wir uns mal die einzelnen Dimensionen an. Die erste Dimension ist die Medienkritik, die übrigens auch gemeinerweise nicht einfach nur übersetzt werden kann mit einer Kritik an Medien. Also es geht nicht darum, Medien grundsätzlich zu kritisieren, sondern aus Barkes Sicht bedarf es Medienkritik gleich in dreifacher Weise. Und zwar geht es zunächst um eine analytische Sicht, also eine Befähigung, problematische gesellschaftliche Prozesse zu identifizieren und durchschauen zu können. Sie erinnern sich, das ist das, was wir gemeinsam gemacht haben, als ich Ihnen gesellschaftlich-kulturelle Medienentwicklung gezeigt habe, wir so ein paar Beobachtungen in die Gesellschaft unternommen haben und geschaut haben, was davon ist in Bezug auf unser Zusammenleben möglicherweise problematisch. Das meint er mit dieser analytischen Sichtweise. Dann gibt es, der zweite Punkt ist reflexiv, ist so eine reflexive Medienkritik, in dem dann genau dieses analytisch gewonnene Wissen über gesellschaftliche Problemlagen bezüglich Medien, also man könnte sagen, das Ergebnis dieser Verstehensprozesse, man auf sich selbst bezieht und auf das eigene Handeln. Also das in ein reflexives Verhältnis setzt. Und dann gibt es noch eine ethische Komponente, das ist dann der dritte Punkt. Mit dem ethischen Aspekt der Medienkritik ist dann gemeint, dass dieses Analysieren und das Reflektieren dann sozial verantwortlich abgestimmt und entsprechend definiert wird. Also sich mal die Frage stellt, was bedeutet das, wenn ich jetzt so handle, wenn ich diesen Post teile, wenn ich das weiterleite, was bedeutet das für denjenigen, um den es da geht? Zum Beispiel, ja, im Kontext Cybermobbing zum Beispiel, Verbreitung von Fake News und Ähnliches, also wenn man mal heutige Beispiele nehmen würde. Also das ist sozusagen der große Bereich der Medienkritik, eben in diesen drei Ausprägungen. Und dann kommen wir zur Medienkunde, also immer noch auf der Seite der Vermittlung, also sozusagen dem Wissen über Medien. Und für mich persönlich gehört zum Bereich der Medienkunde nicht nur die Prinzipien der Medialität, sondern, das hatten wir ja auch, darüber hatten wir uns ja auch schon länger unterhalten, sondern natürlich auch die Prinzipien der Digitalität dazu. Aber jetzt aus historischer Perspektive konnte das Dieter Barke damals natürlich nicht berücksichtigen, weil die Medienentwicklung entsprechend nicht so weit war. Aber dieser etwas angestaubte Begriff der Medienkunde ist im Prinzip was wir darunter verstehen, wenn es darum geht, etwas zu wissen über Medien und Mediensysteme. Das ist mal sehr, sehr einfach zu sagen. Und da gibt es für ihn erstmal eine informative Dimension. Und damit ist gemeint, dass es um klassische Wissensbestände zu Medien und Mediensystemen geht. Also zum Beispiel, wie entsteht ein Buch, könnte eine Frage sein. Oder wie entsteht ein Film? Was ist der Job von Journalistinnen und Journalisten? Oder wie finanzieren sich Medien- und Verlagshäuser? Wie können Medien oder auch Werbung auf Menschen wirken und so weiter und so weiter. Also das sind diese Dinge, die unter deiner informativen Dimension. Und dann gibt es natürlich noch eine instrumentell qualifikatorische, so nennt Dieter Barke das, Dimension. Und hier wird, meint er, die Fähigkeit zur Bedienbarkeit von Mediengeräten. Also wie bediene ich einen Computer, welche Einstellungen und Anpassungsmöglichkeiten habe ich bei meinem Smartphone, und Ähnliches. Also interessanterweise, das ist genau der Aspekt, um den die Medienkompetenz immer verkürzt wird. Interessanterweise also nicht unter Mediennutzung, da kommen wir gleich dazu,
sondern unter Medienkunde. Also zur Mediennutzung dann. Und auch in der Mediennutzung, haben Sie sich jetzt wahrscheinlich fast schon gedacht, wird nochmal unterschieden. Hier geht es um rezeptiv und interaktive Komponente. Und rezeptiv bedeutet in dem Moment, da geht es um die Wahrnehmung von Medienangeboten. Also man könnte vereinfacht sagen, was machen die Medien mit uns? Und bei der interaktiven, bei der aktiven Komponente geht es darum, wenn Mediennutzerinnen und Nutzer selbst Medienangebote anbieten, zur Verfügung stellen. Also was machen die Menschen mit den Medien, könnte man da vereinfacht fragen. Und diesen Gedanken finde ich besonders wesentlich, denn zu der Zeit, als Barke diesen Gedanken verfasste, waren die Interaktionsmöglichkeiten ja noch relativ eingeschränkt. Damals galt zum Beispiel Teleshopping, ich weiß nicht, ob man das so noch kennt, oder auch Bild, also Interaktionen per Bildschirmtext. Ich weiß nicht, ob Sie das noch, ob Sie da mal was Historisches dazu gesehen haben. Googeln Sie mal danach, das ist wirklich, das galt als interaktiv. Wenn wir das mit unseren heutigen Möglichkeiten vergleichen, dann ist das eigentlich ein verrückter Gedanke, dass sozusagen er das schon berücksichtigte, also sozusagen das schon als Perspektive gesehen hat, wie wir heute interaktiv mit Medien umgehen werden. Und eine Sache ist noch wichtig, jetzt habe ich unterschieden zwischen rezeptiv, was machen die Medien mit uns, und dann das Aktive, was machen wir mit den Medien. Streng genommen ist natürlich beides aktiv, weil auch wenn Sie etwas rezeptieren, wenn Sie etwas aufnehmen, dann müssen Sie ja entsprechend sich ein Bild davon machen. Da sind wir wieder, Sie erinnern sich, bei der weißen Maus. Weiße Maus, und da ist sie wieder. Unzweifelhaft aktiv wird es aber bei der letzten Dimension, wenn es nämlich um die Mediengestaltung geht. Und auch hier, Sie wussten es, unterscheidet Dieter Barke wieder zwei Ausprägungen. Es geht um kreativ und es geht um innovativ. Und zum Kreativen gehört, dass Medien als Ausdrucksmöglichkeit verstanden werden. Also er verbindet damit die Idee, dass man übliche Kommunikationsroutinen überwindet mittels der jeweils neuen Medien. Und auch das Nachdenken, Spielen damit, das spielerische Umgehen damit, dann entsprechend ästhetischen Aspekten folgt. So die Idee, das mit dem Kreativen verbinden. Und das Innovative, auch das ist tatsächlich nochmal ein innovativer Gedanke, wenn Sie sich vorstellen, welches Medienensemble Dieter Barke 1973 auch, also auch im Kopf hatte. Da erkennt man sozusagen das Visionäre in diesen Gedanken, nämlich die Veränderung und Weiterentwicklung von Medien und Mediensystemen selbst. Aus der damaligen Sicht war das tatsächlich noch sehr eingeschränkt. Beispielsweise das Fernsehprogramm, es gab, wenn man Glück hatte, drei Programme, wenn man noch mehr Glück hatte, vielleicht vier oder fünf. Es gab Medienhäuser, die bestimmten, was in diesem Programm gesendet wird, und in der Regel war ab 22.30 Uhr war Sendeschluss. Also die Interaktionsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten waren da tatsächlich relativ eingeschränkt. Was aber dann in den 70er Jahren kam, waren die sogenannten AV-Medien, audiovisuelle Medien, Video beispielsweise, mit denen man selbst kreativ werden konnte, beispielsweise mit einer Videokamera zu arbeiten, nicht nur Filme zu analysieren zum Beispiel, das ist etwas, was Medienpädagoginnen und Medienpädagogen auch gerne gemacht haben, zeige Ihnen gleich noch ein paar Beispiele dazu, sondern eben handlungsorientiert selbst Filme erstellen und dann mit Kindern, Jugendlichen im Wesentlichen, mit den Kindern und Jugendlichen selbst zu erfahren, wie arbeiten eigentlich Filmemacherinnen und Filmemacher. Indem man nicht analysiert, indem man nicht nur den Film analysiert, sondern indem man es einfach selbst macht. Stichwort Handlungsorientierung. Aber gleich mehr dazu.
Soweit zunächst mal das Urmodell der Medienkompetenz. Und Sie haben es gemerkt, wesentlich waren mir zunächst zwei Punkte. Erstmal zu verdeutlichen, was ich eingangs sagte, Medienkompetenz ist mehr als die Kompetenz, mit Medien umzugehen. Ich glaube, das ist jetzt so in diesen Dimensionen, wenn ich sie auch nur relativ kurz dargestellt habe, denke ich, ganz gut deutlich geworden. Und auch, das ist der zweite Punkt, dass trotz dieser, Medienkunde zum Beispiel ist ein relativ angestaubter Begriff, da Gedanken drin stecken, die durchaus heute noch sehr gut anknüpfbar sind. Und damit schauen wir uns mal an, was letzten Endes heute daraus geworden ist in Bezug auf die Zielperspektive der Medienpädagogik, also die neueren Medienkompetenzmodelle.